Okay, dann gehen wir rein auf Azeroths und zwar während dem Blood Moon Event, was sehr, sehr killerseitig ist in meinen Augen. Auch wenn man als Killer ebenfalls ein Problem hat. Und zwar, es ist ein Legion, okay? Und zwar dahingehend, dass man als Killer eben durch das ganze Blutige hier einfach nicht richtig weiß, yo Bro, wo ist jetzt... Oh, willst du mich echt blockieren? Muss das sein? Wo jetzt eben wirklich Blutspuren sind und wo eben nicht. Du musst Body blocken für mich, du musst Body blocken für mich. Ah, schade. Direkt zurück zum Generator, würde ich sagen. Gegenseitig menden. Beide self-menden. Okay, nee. Wir bleiben beim gegenseitig menden, ist sehr geil. Legion, der Mending Simulator, okay. Hat zum Glück nur uns beide gehittet und wir haben anscheinend zwei Premates mit dabei in der Runde. Deshalb hoffe ich natürlich auch einfach mal aufs Beste hier. Oh Gott. Das Problem ist halt, wenn wir in so einen Radius gehen von dem Blood Moon Stuff, dann haben die Killer halt einen bis zu 100% längeren Swing. Und als Survivor hält man ein bisschen mehr die Fresse zu, you know, also ist auf jeden Fall ein bisschen wild, ist auf jeden Fall ein bisschen wild und ich hoffe, dass wir gut laufen. Unser Medkit bringt uns hier natürlich momentan in der Runde nicht sonderlich viel. Das Einzige, was ich halt vielleicht machen könnte, ist so mein Heal zu 99, damit Legion vielleicht einfach nur im One will gegen mich, aber kurz davor One-Tap ich mich hoch. Mal schauen, mal schauen. Auf jeden Fall jetzt erstmal 10 Progress durchschallern. Nein, mach das bitte nicht, das fickt uns nur. Nein, auch nicht healen, auch nicht healen, auch nicht healen, auch nicht healen! Nein, nicht healen, nicht healen, nicht healen, nicht healen, warum healen? Ich verstehe es nicht, ey. Ja, okay, das war jetzt halt nicht smart. Dass die da wirklich so unbedingt healen wollte gerade, ist halt nicht so mein Way to go. Nee, das ist mein Unhook. Leute, es ist fucking Legion. Es ist fucking Legion. Können wir bitte aufhören, unsere Zeit zu verschwenden? Ey, bitte, Mann. Hört auf damit. Wir müssen Chen Pressure reinschallern. Und nicht Heals durchballern. Würde ich jetzt ganz, ganz frech mal behaupten. Also bitte. Danke. Nice. Okay. Und weg direkt mit Life. Und der ist dann auch direkt weg von mir, wenn ich das richtig mitbekomme. Könnte aber noch. Nee, alles gut. Ist weg hier. Das heißt, ich gehe direkt an den nächsten Generator dran. Die eine hat sich self unhooked im Basement. Okay, sehr interessant. Und auch sehr geil. Obwohl, nee, hä, was? Warte, warum ist sie broken? Nee, doch nicht. Wenn man sich self unhooked im Basement, dann ist man doch nicht broken. Die wurde gar nicht gehookt, hä? Bin ich gerade vollkommen verwirrt. Warum ist sie broken? Force Penance? Fragezeichen? Okay. Ich bin auf jeden Fall verwirrt. Es wird zum Glück kein Pain Rush reinschallern, aber das Problem ist jetzt halt, dass dieser Survivor halt trotzdem schon mal gehookt wurde. Die anderen healen sich wieder. Ist jetzt also auch nicht gerade der Best Case hier. Jetzt sind die aber wenigstens an einem Generator dran. Okay, ich würde meinen gerne fertigstellen. Die Sable sollte bestenfalls retten gehen. Und dann hoffen wir, dass der Killer nicht rauszahlen wird, weil ansonsten sieht es nicht geil aus. Es wirkt aber leider so, als würde der Killer schnell von der einen Mag ablassen. Und ich schätze, dass es halt deshalb... Oh, okay. Painrest wäre zwar auch nicht geil, aber ein Deathhook wäre noch okay. Ja, nee, die Sable versucht, glaube ich, nur zu protecten. Ja. Wird aber gepickt. Könnte halt jetzt einen fetten Slowdown bringen. Hoffentlich finish ich den Generator vorher. Könnte knapp werden. Oh, okay. Alles gut. Ist doch zum Glück nicht knapp geworden.
Die eine wurde gehealt und jetzt ist es auch smart zu healen. Just saying. Ich hasse Ultimate Weapons so sehr. Aber weiter am Trend jetzt. Die Mag muss retten gehen. Und dann wäre ich auch sehr zufrieden. Die andere Mag, die aber Defug ist, wird gerade gechased, okay? Ist nicht sonderlich schlimm, solange sie lange genug durchhält. Okay, die Frage ist halt jetzt nur, ob Legion nicht vielleicht wirklich jetzt den 5-fach-Hit durchbekommen wird. Ja, sieht leider stark danach aus. Da muss jetzt ein Stunplay von Mag kommen, ansonsten ist sie down. Und ich hoffe, der Stunplay ist gerade durchgekommen. Weil der Down wäre nicht so schön. Und oh, ich verstehe, Legion hat anscheinend das Addon mit dabei, dass man sich, wenn man selbst mendet, danach breakbroked. Aber das ist okay für mich. Ich hatte sowieso nicht vor zu healen. Und nein, ihr heilt euch jetzt nicht gerade. Die Runde könnte schon vorbei sein, ne? Ich will es nur sagen. Die Runde könnte schon vorbei sein. Die Runde könnte wirklich schon vorbei sein. Aber wir heilen uns lieber. Also beim Deathhook Survivor verstehe ich es ja zumindest. Aber, Brudi. Nicht einfach so wild durchschallern hier. Ich werde einfach mal schnell hier durchlaufen. Und dann vielleicht den Chase hinter mich bekommen. Nee, leider nicht. Okay. Okay, ich laufe hier mal hin. Vielleicht hat er... Nee. Der will den Tunnel-Load zu 100% haben. Sie hält leider nicht so lange durch, wie ich es mir wünschen würde. Die anderen sind jetzt erst an dem Generator dran. Legion wird zu 100% zu meinem Generator durchkommen jetzt. Oh, doch nicht? Doch, okay. Okay. Habe ich kein Problem mit. Und dann wollte ich hier rüber. Und dann hat Legion da schon einen ziemlich fetten Missplay hingelegt, in meinen Augen jedenfalls. Never look back! Okay. Die sollen jetzt einfach schön die Chance durchschallern. Schön. Weiter durchlaufen, auch wenn das mit dem ganzen Mending-Shit hier natürlich ein bisschen belastend ist. Okay, schöner Fake. Okay, alles gut. Nein! Schade. Aber das Gute ist, weil ich mich eh nicht fertig gemeldet hätte, beziehungsweise nicht fertig gemeldet habe, dass ich eben keinen vollen Heal bekommen hätte, aber wenn ich jetzt anhuckt werde, eben schon einen vollen Heal bekomme. Das ist ziemlich geil. Ultimate Weapon proc't halt rein und jetzt müssen mich meine Mates nur noch retten. Das ist wirklich das Einzige, was ihr jetzt tun müsst. Das ist wirklich das Einzige, was ihr jetzt tun müsst. Ja, Legion wird halt campen, zu 100%. No Word ist halt nicht ausgeschlossen. Leute, ich habe euch alles ermöglicht. Ich habe euch alles ermöglicht. Ich bin wirklich ein bisschen wütend, wenn ihr mich jetzt zurücklassen würdet. Sorry, aber seid ihr dumm? Sorry, das ist wirklich gar nicht böse gemeint oder so, aber seid ihr ein bisschen dumm? Es ist halt echt nicht so schwer, das jetzt zu schaffen, ne?
Okay, anscheinend ist das Gate hier auf der Seite. Ich habe leider nicht drauf geachtet, aber die Mates sind immerhin hierher gelaufen. Okay, warte mal. Ja, wir haben Probleme. Das liegt hauptsächlich leider daran, dass unser Mate verkackt hat. Ich bin gebreakbroked jetzt. Okay. Okay, jetzt kann ich rangehen ans Gate. Es wird kritisch, aber ich glaube, wir sollten es schaffen, ja. Und wenn ich Broken normalerweise jetzt bald loswerden sollte, dann kann ich mich voll healen. Dauert nicht mehr lange. Komm, lauf ab, lauf ab, lauf ab. Ja, let's go. Huckt leider nicht am Berg. Smarte Entscheidung, aber schmerzhaft. Basement Hook, nein, nein. Es tut mir leid, aber nein. Das tut mir wirklich leid, aber einfach nur nein. Noch einen Chase zu bekommen, wäre auf jeden Fall nett. Ist aber nicht der Fall. Bitte. Geh einfach raus, Mate. Geh einfach raus. Ich kann einen Hit-Tank für dich nehmen. Okay. Ich will einfach noch einen schönen Chase hier reinschallern. Ja. Ja. Einen schönen Chase noch reingeschallert. Das könnte wirklich jetzt ein Double-Pip werden. Also, come on. Wir haben gut gechased, wir haben gut gerescued und wir haben wirklich auch gut Chance gemacht. Sind auch noch als Obsession escaped hier. Ja. Ja, genau. Ich liebe Survivor Upranking. Ich liebe dieses System so sehr.